Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Lübeck 1660. Und das ist ja wirklich tragisch, was beim letzten Mal passiert ist. Ostfriesland. Nein. Ja, doch. Ostfriesland ist jetzt ein Vasall der Niederlande. Und damit sind alle Träume und Pläne zerschlagen, über einen Umweg hier die Niederlande zu schwächen, beziehungsweise, naja, deren Unterstützung von Mecklenburg zu beenden. Ein direkter Krieg gegen diese ganzen Nationen ist unmöglich, die mit den Niederländern verbunden sind. Und wem haben wir das, wem haben wir das zu verdanken? Definitiv Burkhard Ackermann, diesem feigen Bürgermeister, der dann auch per Revolte weggeputscht wurde, der wirklich hier ein gewisses Zeitfenster, was Lübeck hatte, durch seine Feigheit nicht genutzt hat. Und nun ist es einfach zu spät. Es gibt keine Option, derzeit jetzt hier im Westen noch erfolgreich agieren zu können. Es ist, wie es ist. Wir werden trotzdem weitermachen. Wir werden jetzt mal schauen. Wir werden jetzt den Moment nutzen, hier die Linieninfanterie abzugraden. Dank der Bajonetten konnte jeder Musketier auch als Pikenier fungieren. Dadurch konnten die Piken aus der Infanterieausrüstung entfernt werden und die Infanterieformationen wurden mit mehr Feuerkraft ausgestattet. Militärtaktik und Infanterienahkampf steigt. Dann sollten wir jetzt mal dringend hier die Stabilität erhöhen, damit wir zumindest wieder auf 1 kommen. Und dann nehmen wir das mal raus, um ein bisschen Eiferpunkte wieder anzusammeln. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, so sieht's aus. Irgendwo können wir noch einen Diplomaten hinschicken. Mal gucken, wo er am sinnvollsten ist. Frankfurt sind wir gerade dabei, ne? Das ist noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir da jetzt wieder reinkommen können. Dann lasst uns nach Gotland unseren Diplomaten schicken und munter weitermachen. So, was haben wir hier? Bremen-Münster. Ostfriesland verweigert uns natürlich den Handel, klar, im Auftrag der Niederlande. Das schwächt unseren Handel wirklich extrem, da bin ich mir sicher, weil das ist ja ein ganz starker Handelsplatz hier. Aber wir haben trotzdem noch die 49%. Mal gucken, ob die im nächsten Monat auch noch so sind. Dänemark? Ah, verdammt! Er wurde enttarnt. Schade, kurz bevor wir so weit waren. Ja, die 49 bleiben. Schade, ich hätte mal gucken sollen, wie weit wir hochgekommen waren. Naja, gut. Unsere Einnahmen laufen sich auf plus 8,49. Oh ja, die waren auch mal deutlich mehr. So. Was haben wir hier? Dänemark Staatsehe gebrochen. Neuer Herrscher in Mecklenburg. Was aber nichts an der grundsätzlichen Situation ändert. Warte mal, wo ist jetzt was abgezogen worden? Wir haben ja wieder einen frei. Gucke ich nochmal. Ja, wir können ja mal einfach nur so Beziehungen mit Mecklenburg verbessern, auch wenn es nicht viel bringt. Wir gucken dann aber mal in Frankfurt vorbei und es ist tatsächlich schon möglich, sie in die Liga einzuladen. Das ist schon eine feine Sache. Das bestätigen wir mal. Wir gucken mal ganz kurz. 46 Handelseinfluss. Das ist eine Menge. Sehr gut, perfekt. 12%. Oh, auf 17. Sehr schön. Damit sollte der Teil, der hier nach Lübeck weitergeleitet wird, dann nochmal deutlich gestiegen sein. Ja, ungefähr eine Dukate mehr im Monat. Ausländischer Waffenausbilder verfügbar. Maurice von Nassau erfand neue Übungen für Feuerwaffen, welche die neuen Waffen viel effektiver machten. Diese Ausbildungstechnik war kein Geheimnis und viele unternehmerische Geister aus dem Militär machten sich über diese Techniken schlau und boten ihre Dienste den gekrönten Häuptern Europas an. Ja, als naiver Enthusiast wird unser Bürgermeister da sofort Feuer und Flamme sein und ihn einstellen. Kostet uns was, wir bekommen aber Armeetradition. Immerhin wieder. Okay, in Hamburg gibt es 9 Mann. So, hier sehen wir jetzt russische Armeen und ich glaube, ich habe da auch preußische Armeen. Eieiei. Okay. Die Holländer machen ernst. Oder die Sachsen-Lauenburger. Okay, wir haben den großen Krieg, Leute.
Wir haben jetzt den großen Krieg. Sachsen-Lauenburg will sich unabhängig erklären. Das ist, glaube ich, der Kern, der Lauenburgische Unabhängigkeitskrieg. Puh. Und auf der Seite der Lauenburger kämpfen die Mecklenburger und die Niederlande. Und Ostfriesland sicher. Also das ist ja jetzt der Hammer. Wer hätte das erwartet? So, Bremen, Danzig, Gotland. Preußen ist nicht auf unserer Seite. Ach du Schreck. Ja. Oh nein. Riga, Hamburg, Frankfurt, Stettin kämpfen für uns. Wie sieht die Gemengelage aus? 44.000, wenn alle zusammenstehen, aber das ist nicht so einfach zu erreichen. Und wir sind nicht vorbereitet. Das ist das nächste Problem. Wir werden mal hier ganz schnell noch... Ich weiß nicht, ob wir Söldner anwerben. Warte mal, minus 6,4. Wir haben eigentlich die Manpower, aber ich werde trotzdem mal, weil es einfach schneller geht, direkt mal 2 oder sogar 3. Wir gehen mal richtig über den Durst. Söldnerregimenter noch anwerben. So, kein Anführer derzeit. Was ist denn das? Wir haben keinen General rekrutiert. Na gut, dass wir gerade noch den Berater bekommen haben. Dadurch hoffe ich jetzt auf einen guten General. Naja, gut. Toll. Manöver 4. Das hätte auch besser laufen können. Das hätte wahrlich auch besser laufen können. So, jetzt müssen nur unsere Verbündeten irgendwie mitziehen. Jetzt ist die Frage, wie wir da am klügsten vorgehen. Wir gucken uns mal die diplomatische Lage an. So sieht's aus. Und jetzt hoffen wir mal, dass... Wir werden jetzt mal Folgendes tun. Wir werden jetzt hier Pommern um den Militärzugang bitten. In der Hoffnung... Oh, was haben wir hier? Preußische Partikularisten. 50.000 Mann. Ja, wahrscheinlich ist das der Grund. Ja, sie sind selbst im Krieg und haben große Rebellen. Deswegen sind sie nicht am Start hier. Ach du Schreck. So, die Beziehungsverbesserung mit... Na, ich weiß nicht. Wollen wir die... Das ist dann überhaupt die Frage. Was machen wir hier mit unseren... mit unseren ehemaligen Vasallen, falls wir gewinnen sollten? Oh, jetzt nicht vergessen, wir müssen die Stilllegung hier beenden. Brauchen wir, ja, sicherheitshalber, machen wir auch mal von den Transportschiffen. Und unsere Handelsflotte. Da haben wir die Mecklenburger. Wo sind wir denn gerade? Da oben. 14. Sind Verbündete in der Nähe. Vielleicht können die Schiffe gleich raus. Wir werden mal hier uns hinbegeben. Otto Mohl ist am Start. Gibt es noch was, was wir verbessern könnten? Der Krieg könnte lange dauern. Wir könnten vielleicht Kriegssteuern erheben. Das machen wir mal. Und wir gucken nochmal bei den Beratern, ob hier was Besseres drin ist. Moral. Ist, glaube ich, besser. Auch wenn wir jetzt da einen Punkt verlieren. Ich denke, in den Kriegszeiten sollten wir den Typen rekrutieren. Wenzel Bötefür. So, haben wir hier noch was? Moral der Flotte. Ist, glaube ich, auch nötig. Die Holländer haben vermutlich eine gute Flotte. Da sollten wir auch reagieren. Okay, und hier oben Prestige. Ist da noch was besser? Nee, das lassen wir mal so. Uiuiui, heikel, heikel. So, jetzt mal langsam und überlegt vorgehen. Entscheidend wird sein, wie die anderen Hansestädte ihre Truppen hier zu uns bringen. Theoretisch könnten wir sogar noch mit Köln Militärzugang machen, aber das ist doof, weil dann können die Holländer hier so einfach durch. Das wollen wir vielleicht nicht. Schade, dass unsere Moral, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Das ist ja erbärmlich schlecht, die Moral. So, Pommern gewährt uns jetzt erstmal Militärpräsenz, aber die Hamburger greifen direkt schon mal Lauenburg an. Und Gott sei Dank, die Bremer können auch durch Köln durchlatschen, das ist ja alles gut. Dann haben wir hier eine Mecklenburger Armee und dann haben wir noch die Armee der Niederlande.
die etwa 30.000 Mann ausmacht. Das wird das Hauptproblem. Ja, diese brechen ab. Das ist ja Mist. Kommt, geht in diese Schlacht rein. Brecht bitte nicht ab, geht in diese Schlacht rein. Jawohl, ihr schafft es. Wir gehen aber nicht in diese Schlacht rein. Nicht mit dieser Moral, Leute. Und warum helfen jetzt die Bremer nicht? Da gehen schon die ersten Unzulänglichkeiten los. Hier kommt leider die Mecklenburger Armee schon zur Hilfe. Und hier findet eine Schlacht statt, an der sind wir da beteiligt? Ja, da sind wir beteiligt. Sehr schön, die Schlacht vom Öresund gegen die Mecklenburger. Das läuft zumindest ganz gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen hoffen. Okay, wir haben 9 Mecklenburger Schiffe erledigt. Das ist hervorragend. Da drüben werden gleich die Holländer bekämpft. Das könnte auch gut laufen. Ja. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir mit unserer Flotte hin? Ich würde mal sagen, erstmal hier rüber. Vielleicht da noch helfen. Aber die Hamburger schaffen das bestimmt. Aber hier sehe ich so ein bisschen die Sache kritisch. Aber mal gucken, wie die Moral sich hier weiterentwickelt. Ah, die Schlacht könnte verloren gehen, weil jetzt die Mecklenburger kommen. Aber wir können vielleicht einfach auch mit geschwächter Moral da reingehen. Nee, das ist doch der reine Wahnsinn, oder? Mach mal nicht Anschluss erlauben. Geh mal lieber da in die Schlacht rein. Ja, sie gehen rein. Sehr gut. Sehr schön. Dadurch könnte es was werden. Erstmal haben wir hier gewonnen. Das war gegen Ostfriesland, die Schlacht dort. Weitere 4 Schiffe erledigt. Sehr gut. Brandenburg ist kein gültiger Rivale mehr. Darum können wir uns jetzt nicht kümmern. Hier, das ist so heikel und knapp. Wir können noch hier die Söldner können wir reinschicken. Natürlich. Die Söldner können wir abspalten und da reinschicken. In der Hoffnung, dass sie vielleicht das Blatt dort wenden. Unsere Kerntruppen, die lassen wir erstmal in Lübeck zurück. Eieiei, ist das knapp. Kommt. Die 6.000 kommen da zu spät, Leute. Ja, hervorragend. Hervorragend. Sachsen-Lauenburg, Militärbündnis mit Niederlande, ja. Ah, es ist doch noch nicht gelungen. Was ist denn das? Oh, verdammt, was sehe ich hier? 38 Schiffe der Niederlande. 13 Großschiffe. Ach du Schreck. Das haben wir überhaupt nicht richtig einkalkuliert. Damit habe ich nicht gerechnet, mit so einer riesigen Flotte. Vielleicht kommen uns hier noch die Hamburger zur Hilfe. Aber ansonsten haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich nicht die Hoheit auf dem Meer. Was beobachten wir jetzt zuerst? Könnt ihr bitte diese Schlacht dort gewinnen? Bitte, bitte, bitte. Die Schlacht von Lauenburg ist gewonnen. Puh, das war aber heikel. So, und jetzt ist die Frage, hier müssen wir uns wahrscheinlich zurückziehen. Die Hamburger, wo fahren die hin? Die bleiben da stehen, das ist schlecht. Ne, wir müssen hier unsere Schiffe retten. Hilft nichts. Unsere verbündeten Schiffe, die kommen nicht zu Hilfe. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend. Wenn wir keine Seehoheit haben, leider verlieren wir Schiffe. 12 Tage, los, komm jetzt. Komm, zurück nach Lübeck. Wir haben ein Schiff verloren. Das ist noch relativ glimpflich gelaufen. So geht's nicht weiter. Wir haben gegen Brandenburg ein Embargo, was kostspielig ist. Das werden wir dann mal aufheben. Das muss nicht sein. Okay, gut, jetzt mal. Hier wird schon fleißig belagert. Das müssen wir eigentlich unterstützen. Das genügt sogar schon, die Kapazität. Das ist sehr schön. Und hier kommt jetzt die niederländische Armee. Und das ist jetzt das eigentliche Problem. Und unsere Moral ist leider gering. Sehr gering. Zu gering, um hier bestehen zu können. Na gut, wir haben noch den Monatswechsel. Mal gucken, wann sie da sind. Die 8.400 kommen dann vielleicht auch zu Hilfe und die haben einen guten General immerhin. So, machen wir es mal langsam. Die marschieren jetzt nach Bremen. Ich weiß gar nicht, ob sie da durchlaufen können. Vielleicht müssen sie auch belagern. Ja, sie belagern. Sehr gut. Das gibt uns natürlich Zeit. Hervorragend. Zeit, die wir brauchen.
um mit unserer Moral hier zu Rande zu kommen. Es sind jetzt schon 23.000, die da stehen, hier aber 18.000. Was okay ist. Da reicht die Belagerungsstärke nicht. Da kommt vielleicht aber noch. Wie viel braucht man in Rostock? Boah, die Festungsstufe ist so hoch. 15. Aber das ist wichtig. Wir müssen die belagern. Und ich denke, wir werden jetzt uns hier mal vielleicht aufteilen. Wie sieht es hier aus? Wie hoch ist 4? Wir werden jetzt erstmal hier nach Holstein marschieren. Und dort die Belagerung beginnen. So, jetzt muss ich mal gucken. 12. Wir haben dort 18. Das heißt, wir werden. Es reicht aber, glaube ich, nicht für Rostock gleichzeitig. Wie sieht es hier bei dieser Belagerung aus? Da wären nur 3 Regimenter benötigt. Wie viel hat Bremen hier stehen? Da reichen fast die aus Bremen. Gut, dann ziehen wir die hier ab. Das reicht. Dann. Was machen wir hier? Wir nehmen hier die 2000 raus. 12, sagte ich, ne? Und bringen. So, dann haben wir 13.000 und die Einheit bringen wir jetzt auch noch rüber. Jetzt sind wir natürlich sehr aufgesplittet. Ich hoffe, die Holländer können das nicht ausnutzen. Aber es kommt Verstärkung von allen Seiten. So, das ist schon mal gut. Das läuft. Warum sind die schon wieder abgehauen dort? Ach, sind sie gar nicht. Entschuldigt. Die Stettiner sind noch da. Die Belagerung läuft auch. Wichtig ist, Holstein hier zu bekommen. Was bringt uns Verteidigung der Hauptstadt Lauenburg? Genau, das ist das, was wir brauchen. Oh Leute, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um das Ganze problemlos zu werden. Wer hätte das gedacht, dass es auf diese Art möglicherweise noch gelöst werden könnte? Unfassbar. Aber noch haben wir nicht gewonnen. Im Gegenteil. Die Sache wird vermutlich nicht ganz so einfach werden. So. Was machen die jetzt da? 20.000 Mann aus Danzig. Werden erstmal Wismar belagern. Das ist gut. Oder sagen wir mal, das ist okay. Hauptsache, sie bleiben bei uns in der Nähe. Leider reicht das immer noch nicht für. Wie viele Regimenter haben wir denn da jetzt? Wir selbst haben dort 8 und die anderen 7. Eigentlich müsste es gerade so reichen. Also wenn die aufgefrischt werden, müsste es reichen. Warum gehen die da nicht hin? Das würde schon helfen. Schiffe haben die. Unfassbar. Ach, das sind aber Transportschiffe auch noch. Ah, sie überlegen vermutlich hier ihre Truppen zu transportieren. Also es sind 13 und 20, aber 13 Großschiffe, das ist schon eine Hausnummer. So, die kapitulieren da erstmal. Wo geht ihr denn jetzt hin? Also es wäre schon schön, wenn die 19.000 hier irgendwo in unserer Nähe bleiben. Die gehen jetzt doch nicht etwa nach Holland. Ne, wartet mal, dann werden wir jetzt wieder Anschluss erlauben machen und in der Hoffnung, dass sie dann hier bei uns bleiben. Nein, was macht ihr da? Greift ihr da jetzt etwa die Armee dort an? Seid ihr des Wahnsinns? Boah, das ist ja schon wieder zum Verrücktwerden. Anstelle hier. Wartet mal, können wir hier. Wir können doch hier mal anzeigen, zum Beispiel für Hamburg, dass sie hier mal mithelfen sollen, Rostock zu belagern und da nicht so eine Spirenzien machen. So, England hat Ute den Krieg erklärt. Die teilen sich so blöd auf. Das gefällt mir nicht. Hamburg geht jetzt zurück. Oh Gott. Das ist das Problem an der Handelsliga. Du hast formal unfassbar viele Truppen, aber dann passiert sowas. So, da ist eine 31.000 Mann Armee. Und keiner weiß, was die Freunde hier machen. Immerhin wird Lüneburg belagert. Das ist immerhin etwas.
Gut, wir holen sie jetzt alle zu uns. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Dann können wir das ein bisschen besser justieren. Das ist wahrscheinlich das Klügste, hier auf diese Art und Weise die Truppen zusammenzuhalten. Okay, Leute. Ei, ich sehe auch gerade, der Gegner kommt hier. Das wird wichtig sein. An dieser Stelle eine Pause. Wer hätte das gedacht? Auch diese Staffel bleibt spannend. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.